an weitanfangigen Glaubenslieder Nummer 129. Sagt es laut, dass Gott die Liebe jeden Tag verkündet's neu. Fragt der Erde Glanz, der Sterne spricht, dass Gott die Liebe sei. Halleluja, Welte wach, ein Krieg, ein Herz, ganz erlöst, doch in Jubel Harmonien sich, dass Gott die Liebe ist. Singt es froh, dass Gott die Liebe so hat, der die Welt geliebt, dass vor mir den Tod zu retten er ein Herz, Sohn uns gibt. Halleluja, Welte wach, ein Krieg, ein Herz, den Glanz ermisst. Auch in Jubel Harmonien singt, dass Gott die Liebe ist. Selig Wort, was ist die Liebe, selig wer es selbst erfährt und mit Glauben Zeugen leben diesen Gott der Liebe. Halleluja, welche Wahrheit, ein Krieg, ein Herz, je ganz ermisst, doch in Jubel Harmonien singt, dass Gott die Liebe ist. Karamari Nola. Es ist schön, im Gottesdienst zu sein. Ich soll so fröhlich an die Haupt kommen. Ich dachte, ich will hier so ein klein bisschen reden und in der Bibel aufhängen, was wir finden. Von was die Bibel sagt, was wir als Verantwortungen haben, als Christen, als alle Christen. Ich dachte, ein klein bisschen war nur, dass Jeff manche Soldaten sehr viele verschiedene Abgaben und Verantwortungen. Was er schaffen am Schab, was er schaffen am Schad, was er dank der Feld. Und sie haben alle verschiedene Verantwortungen in Abgaben. Aber du sagst, was sie, die werden von jeder Soldat verlangt. Gerade in dem, was von der Verantwortung eben strahlend hat, die werden von jeder einen verlangt. Und das ist, die soll immer ein Tiet sein. Die soll sein Körper gesund und stark haben. Wenn er sechs schöne Reuter ist zum Beifuten, dann soll er heute tun. Und er soll für seinen Nächsten abstehen. So, nun fange ich an, ein bisschen darüber nachzudenken. Wir tragen verschiedene Verantwortungen. Meine Verantwortung haben in der Gemeinde in den kalten Tizza geändert. Aber meine Verantwortungen als Christ, die blieben wegen der Salzige. Und das sind zwei Dinge, die die Bibel uns befehlen hat, was wir als Christen sagen, hören, in jeder einer. Gerade denkt, wo wir sind, was wir tun. Und da fangen wir Matthäus 22. Da sage ich, Jesus sagte an, du sollst den Herrn, den Gott, leuven von ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dort ist das erste und das letzte Gebot. Und das nächste ist dort gerade gelegt, und da sage ich, du sollst deinen nächsten Leuten selbst die Salz. Das sind zwei Dinge, die können wir nicht vergessen. Wir kriegen denken, was von der Verantwortung in der Drehung. Wir sagen Gott Leuten von ganzem Herzen. Was ist hier ausgelogen, wenn er sagt, mit dem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele
wenn man den ganzen Denken, dort erst bloß einfach mit alles, was wir haben, so wie Gott läuft. Und dann dachte ich, du ein klein bisschen, was noch, wo wird dort dann looten in uns Leben? Wenn die Menschen ans Ohren kicken, ans Mehl sagen, wie dann Gott läuft, aber dann an so Worten auch. Was würde ich sagen, wenn Erkin Esteban, wir halten uns als große Freund. Und Esteban will viel mit mir taub sein. Und er hat durch immer wahre Welligkeit bewiesen, mich einzuladen, sich Zeit zu nehmen für mich. Und ich sehe auch immer, mein Mühl bekannt auch immer, Erkin Esteban, wie sein großer Freund. Aber jedes Mal, wenn er was will für mich, erfährten, dann hat er nicht Zeit. Fährten, wenn er mich fuhren, dann wird er busy. Wenn er mit dem Kaffee einlud, hat er nicht Zeit. Ich habe große Pläne in meinem Leben, aber ich stehe, wenn wir noch nicht in dort bin. Ein von dem Plan, wie ich bin. Weil du es von Esteban gerät, dann will ich nicht viel sagen. Dann sieg ich bestellen und bringe mich im Stich. Freuen Sie mich, du Glück genug, dann sagt Esteban, war er so ein großer Freund. Es ist nicht fertig, was ich mit Gott denke. Da meinst du viel, was will ich sagen? Wir mit der Welt keine Gemeinschaft haben mit Esteban, und er sagt über er ist am Geld. Es ist nicht fertig, was ich mit Gott denke. Wir sagen, wir sind am Geld. Aber die Menschen sagen dort, wir haben eine Gemeinschaft mit an. Wir wollen auch nicht. Und fertig, lassen wir uns selbst einbilden, und wir glauben, die Menschen wollen dort nicht sein. Die Bibel sagt, unsere Gemeinschaft mit Gott, die soll so sein, was Ströme von dem Leben gewohnt hat. Und die sollen mit uns rutschen. Wie wir in einer Stadt, in meiner Früh, in uns Kind, und wo wir eine Städte, will ich unbedingt besiegen. Da hat mir ein Bild so Schmack gelohnt, und ich habe Bilder wie das gesehen, und du da in der Riemann schreibt, ja, und wo da mitnehmen, und dann küsst du dir ein Zement vor. Und dort leidet Bella so Schmack. Und als wir studieren, ich habe mich so geschmiert. Meine Friseur hat nicht so haftig gekriegt. Und dort wird da in der Rief hast du Schild nicht. Dort bleibt bestehen. Dort wird ganz schwarz. Dort wird schwinsch. Dort stinkt. Dort wird Mehlmang. Und dort leidet nicht so Schmack, was dort Bella dort. Dort erst wird passiert, wenn wir abhören mit Gemeinschaft von Gott, mit Gott haben. Der Strom, der hier ab mit Schälen. Da wird er dort schwarz, dort wird alt, da fängt an zu stinken. Andere Menschen schmieden die Mellen an, dann sehen wir den Dahl, dass er ans Riefen hat Schwinsch gemerkt. Aber wenn er wieder Schälen da, dann wird er Mellen bald bieten sein. So, mir wird dort wichtig, wenn wir unsere Gemeinschaft mit Gott ernst nehmen. Ich habe mich für ihn um das frische Ding. Und ich würde fragen, wem das noch so geht, was sie dort auch würden dann. Wenn die Menschen beobachten uns, sie wollen kicken, was unsere Gemeinschaft sagt. Wir werden uns Haupt neigen. Herr Jesus, wir danken dir für den Tag, was du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass du hier mit uns bist, dass du uns beschützt und bewahrt hast. Wir fragen uns, dass du wieder irgendwas mit uns sehen. Herr, wenn wir mit uns Mühl bekannt, dass wir die Läufe haben, dann Haupt, dass unsere Worte dort auch würden bewiesen. Dass wir würden ein Verlangen haben, Gemeinschaft haben mit dir. Das ist dort, dort wir die Verantwortung als Christen nicht würden vergeben. Bitte sie wieder mit uns durch diesen Vermittag. Hoffe, dass die Kinder würden was wertvoll lernen in der Sinnerschule. Mehr ganz hart auf für die Botschaft. Sie mit der Redner dich bei. Ich hoffe, dass wir können gesehen da Vermittag haben, was die wird verherrlichen. Wir bereiten Jesu Namen. Amen. Nummer 391. Nummer 391. In Wohnungen Jesu und rufe es laut, mir würde Erlösung so dauern. Einst lebt ich in Sünden, in mein Herz war verderbt, noch mir wird ein völliges sein. Ich sehe im
235. Das Leben, ich leben, glauben an den Gottes Sohn. Er gab ewiges Leben, Freude in mein Herz und Fried für die Seele. Die Welt nicht mehr, der Meister ist, denn Jesus ist mein und ich bin sein. Die Macht seiner Stärke gibt mir Kraft. Good morning.
Geschwister, Frin, Jas, Vermiet, Jenas, jeder ein herzlich willkommen. Wir sind noch Großredner, Jas, Geschwister Isaac Wolmans, willkommen hier. Wundervolle Leute, nicht so? Jetzt besonders schön zu singen. Schöne Wiedermann, schöne Melodie. Ja. Und vorher, wo ich lesen will zum Gruß, wo ich mir einmal lese, wo mir mal auf jeden Fall ist, Römer Kapitel 9. Das heißt, an allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen, wer sind das? Wer sind all diese Geliebte Gottes? Und wer sind all die berufenen Heiligen? Das ist wundervoll, ne? Mein Mittel hat das in die Frage von der Leib. Und dort ist das geratzte Ding, nicht so, was du ich habe könnt passieren als Krieg von Leib. Ist der Leib Gottes zu uns und das ist ein einziger Sehenschein, der mit Leib, das ist kein. Ich weiß nicht, ob ihr alle von Old Bund erzählt, nicht so? Und 5. Mose fing an, ich sage, was sagt der Hüre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Der Name soll wie von harten Leiben, in Bad Olanzer Kraft. Und dort blieb so, nicht so? Und hier ist so, dann heiße ich dann alle Geliebten Gottes. Berufenen Heiligen, dort habe ich uns beraten, und er sagt, ich nutze mit euch den Fried von Gott und Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Wunsch, in diesen Grüßen, wenn ich in jedem Moment von uns sage, die können ablächtig von Horten durch sein. Wir können annehmen, dass wir sind, krank, du und ich, wir sind von der Geliebte, was Gott so leben wird. Sag ja, du sind viele Dinge, und der Mensch hat von dir, was Gott nicht leben wird, dort ist der Sinn, aber der Mensch ist ein Geschöpf. Dort ist etwas Besonderes, was hier leben wird. Und da haben wir so geblieben. Dort ist sein Geschöpf, so wie haben wir das erzählt. Nicht, wo der Mensch steht, wenn er im Sinn lebt. Gut, wir haben kürzlich nachbetitiert von der Ostergeschichte, von Jesus in Lieden, sein Sturm, seine Kreuzigung, wo er einmal hier gedacht hat. Und ich will eigentlich dort reingehen, du sei wie dort Genia, wo man am Tipp Jawas spielen, all natscht dort, die haben einen toughen Tiet dort die Leiben, dort, was Jesus Herr gesagt hat. In Dutte werden wir uns einen Tagsaufschnitt lesen von Lukas Kapitel 24, von der Rett hier in den Wieder. Das ist etwas tiefendartig, und wenn wir dort, ich will dort nicht einmal lesen, dann werden wir ein bisschen Gedanken rücknehmen. Lukas Kapitel 24, Vers 13 hier in den Wieder. Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tagen in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Das Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und das geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen. Dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber die Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er besprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhaltet unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleophas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten von Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zu Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei erst, der Israel lösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grabe gewesen, haben seine Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen mit hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und es fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn, sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging ein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen unter den anderen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?
Und sie standen auf in derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und über ihn waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und sie ihm erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Können wir danken, hier so sei wie dort diese zwei von den Jüngern, die haben das alle mitbelebt, was passiert wie in Jerusalem, und sie gingen wach in der Emmaus. Nach der Stadt ungefähr von 1 bis 10 Kilometer auf, und sie erhielten sich, von was passiert wie. Und was sagt ihr, also das passiert, also wenn sie so reden, da in ihren Ohren, und sich, dann können die sind bei uns dich bei. Und ich habe jemand ernt. Jemand war, wenn es plötzlich bekam, in den Port steht und wieder hier. Und sie vertrauen wieder von dort, was passiert wie. Und dann hat man jetzt wieder Frau, was fragt ihr sie, was sind dort für Dinge, was ihr noch in der Hallen tun? Sagt dann, bleiben sie früher stumm. Das wie eine Herzenssache war, was passiert wie. Und sie wie ein Wunderort, was passiert wie. Der nächste Fall sagt dann, der eine von ihnen, bitte mal nun mit Kleopas, die sieht hier, die Antwort haben, sieht hier, sagt, bist du die Einzige, die Frauen in Jerusalem, die nicht weit, was in dieser Zeit passiert ist? Bloß du allein weißt nicht, was ungewohnt ist. Jeder eine weiß ja doch, was passiert ist. Und wie soll das hier, das soll wir mit so einem Bach, Namos, alles für Jeeves, abgegeben, nicht? Alles der, wir dachten, das wieder, was du Israel wird freimerken von der Reimer, die würden nicht erlesen. Wir hatten möglich, ich meine, abgekickten Arm, eine Seinung, was von der Person gewasst ist, nicht so. Er sagt hier noch, Worte, er sagt, dass wir mit dem Jesus von Nazareth, dem Prophet, wir, der wir mächtig enduten, und wir von Gott und allem Volk, und Worte hier grüßt, damit wir ihn genommen haben. Ob Rotport, wo ich auch denke, dass, wo vielmals, viele von uns, dass wir haben zu gewohnt, dort, da riet, wo eine Täuschung gewesen ist. Wie haben die doch, was wird passieren und passiert nicht? Diese Männer, die wir nach dem Weich nehmen, von der Gemeinschaft von den Gläubigen nach Segur war ich, nicht so, die wir studieren in Jerusalem. Bitte, alles ist da. Ich habe keinen Sinn mehr. Aber das gute Ding, was wir sein, ist, Jesus wisst diese Person ihre Bedürfnisse, nicht so. Er ging mit ihr, das bin ich allein selber zu dir dachten, die gingen wir in Jerusalem, und leben dort nicht. Wir fangen dort hier, Kloster hier, dort. Das soll das sein, du wirst früher gewasst, du wirst wie mein Grab gewasst. Und der Engel hat gesagt, dort leben da, du warst aber nicht sein. Das ist kein klarer Beweis davon. Wird so abgeblich. Aber hier, der Gott Ding, was wir hier sagen, ist Jesus, er kommt ins Dich B. Und ich schlage dir ganz wieder reden. Ich sehe die Frau und der Wort da, und dann sagt er, was denn? Was ist passiert? Und er sagt, lade er alle reden. Alles reden, was er online ist, nicht so? Nur ihm dort zwei gesagt haben, was er online ist, dann von Jesus reden. Weil ich dort mögt, die waren ja schon. Er sagt, oh, ihr Toren und trägen Herzens, dort die Leute, die Propheten geredet haben. Sagt er, muss das nicht so passieren? Muss nicht Christen alles erleben, wenn sie in der Herrlichkeit angehen? Na fangen wir an, von Anfang an, von Moses und den Propheten, und die der Schrift mitlein. Sein Wort von Ferial wir. Wie sie spotten, dich in den Darbchen, wo sie handeln und Emmaus, dann wird dich beobend, dann deutet Jesus sich so, wenn er wohl wiedergehen, und dort sehen sie, blieb wie uns, weil die obend wurden. Blieb wie uns. Wie sie taghaft geneigt, sagte ich. Und hier hängt man ihren Mett. Nicht, dass Jesus durch eine Unterkunft fehlt, aber ihr wisst doch, hier wie Jesus, hier wie jemand, wo dort fehlt und arm. Und dort wird Herrn wohl gewiesen, du nicht so, in jedem. Jesus, wie jemand in Töpf gegangen, und nicht bei war, nicht bei gekommen, sei auch nicht hart ausgeschert. Jesus funk in der Untersein, was passieren soll, was auf Herr gesagt, wie was passieren wird. Und nun, der ist sich dort geboren. Wenn sie stumm da sollten, und das Mühl wollen, ist interessant. Ich sage, ich weiß nicht, wo der Gastgeber vielleicht
dat woord nemen nu der hijzelfs. En hij deed dat brood nemen en brug op dat en jij vindt dat. En wens dat is plezier. Dan dacht hij dat ook niet zo. Hij zegt hier, daar wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er stand vor ihnen. Hier sehen wir, was dort für ein ganzer Unterschied mehr. Hier, wir reden gleich wieder davon, wo Jesus verschwunden ist, aber nu wie er dort zu horten gewohnt, nicht so? Nu wie er dort aufgedacht worden, wie ein Kläuer worden, die Anmut, mit dem, was wir von Jerusalem weggegangen, die wir ganz erstarkt, nicht so? Die wir nicht weg. Was sagt er wieder? Dann sagt er, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redet auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Brennt ob nicht, hort wurde nicht geredet, wieder wurde nicht gehorten, gewohnt, jetzt wird wir. Aber hier so sagen sie wir, du wie in ihrer Übung noch gehauen, aber hier so, wenn Jesus hier in das Brot gebracht hat und verschwunden wir, dann einfach ins Horten so klar. Und hier sehen wir die ganze Unterscheid. Hier sehen wir noch Unterscheid dann, wie gesagt, von nur uns wieder klar haben. Hier stehen sie zu Jesus, wo man kann man uns hier nennen, wenn sie Welt hier oben war. Da wir noch 9 oder 10 Kilometer, 11 Kilometer waren bei Jerusalem. Aber da wären doch nicht zu viel. Da wären nicht zu viel. Er sagt uns, sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Erde versammelt und die bei ihnen waren. Sie wissen, wo die Bedürfnisse wir von Jane Jinja, wo du trürig in Jerusalem geblieben wären. Und sie haben eine gute Nachricht zu verteilen. Sie haben was Wertvolles zu verteilen, was sie selbst bejahend haben. Wem haben sie bejahend? Jesus. Weil ich dort merke, der ganze Unterschied ist so, wenn er hier sagt, hier seht ihr, die früher spüren die Gewassen, die haben gesagt, dass Jesus leben soll. Das Wort, dass wir nun eine Tatsache geworden, nun wir Jesus auch lebendig geworden sind. Und merkt dort nicht die ganze Unterscheid in uns, aus wie aus Christus lebt oder nicht. Das ist die ganze Unterscheid, nicht so? So wollen wir irgendwo jemand, mit dem war ich falsch abzugeben, dann fehlt du an Jesus, nicht so? Wenn sie Jesus hier erklärt, und sie werden reut, diese Nurreich wiederzubringen, und sogar dann, wenn sie das bringt, die Jünger, die leben dort nach gleich. Wie sollen das hier, er sagt, und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Wenn sie doch anscheinend, sollen die Jünger sehen, dann auch, wenn Simon wie der Ökola erschienen, da haben wir abgestimmt. Aber eigentlich können sie das nach Gottes Reich bleiben. Wie findet man Markus Kapitel 16, Vers 9, wie er sagt, als er bei Jesus auferstanden war, früh am ersten Tage der Woche, erschien er zuerst Maria und Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie gehen können und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Deswegen gingen all die Jünger da sein. Er sagt, da wird Leute drehen, da wird heilen. Als diese Worte hielten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Sie glaubten dort gleich. Er sagt, danach offenbart er sich ein anderer Gestalt, 2 von den Hinterwies, da wie der Amos Jünger. Na gingen der dort sein, sagte, aber auch denen glaubten sie nicht. So sehr konnten haben wir aber nicht glauben. Haben wir ja Menschen, die gehen uns unsere Firmen, die gehen auf nicht so. Hier soll ich, wenn sie in Lukas, wenn sie das Jesus verteilt haben, sie das verteilen, da in Krakt über den Champ Jesus zu nennen. Das ist der nächste Vers. Das ist der nächste Vers in Lukas 24. Er sagt, als sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchten sich und meinten, sie sehen den Geist, sie konnten weit, haben noch nicht so recht bleiben. Und dann sagt er, wo sei ich so erschrocken? Woran kommen so eine Gedanken in Jüngerotten Jesus? Check mal meine Heim, meine Freude. Dann sage ich, denn Jesus hat nicht Fleisch und Knirke, so sagt er. Aber wir haben dort gewesen, dort selbst du wir, Pfarrer, Wort zum Eten. Und sie geben ihm die Fashion hier ein, nicht so? Jesus, der lässt scheinlich irgendwo anweiten, wer interessiert ist zu weiten von Jesus. Wenn wir dort wollen weiten, dann bohrt sich Jesus uns. Hier soll wir, was ihr steuert. Ihr steffe ihr für sich durch Terkan. Und dann nur wieder, wenn wir das wieder lesen würden, dann hätte ihr die Jünger durch die Strafe erklären.
in dort Verständnis so mehr, dass sie das sollen verstehen können. Und dann sage ich da, warum kommen das? Sie drei Dinge, was Jesus in der Mitteilung dort, was er in der Wiesen dort. Erstlich sich selbst, der die Schrift erklären, den Funk auch an von Mose. Er sagt, von was geschrieben steht im Gesetz Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Und dann sagt er, so steht es geschrieben, dort wird Christus wird leiden und wird abstoßen von Toten am dritten Tag und sagt, und das gepredigt wird in den Namen Jesus, der Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und dann ist doch, warum kommen wir? Dort wir wieder, Jesus muss sie durchstehen. Und dann wurde Melich jetzt sagen, dort jeder Sünder kann geraten werden. Dort wird falsch, nicht sein. Und dann sagt er, in diesen Zeugen empfangt an die Jerusalem. So, diese Amos-Jünger, die haben das Zeugnis auch wieder gebracht, dort sie Jesus haben bejenend. Und sie brauchen dort wieder, dass das wieder zurückbleiben. So, die Zeugen gingen, wo sich wieder dort wieder zu bringen. Aber dann sagte er, aus einer Verantwortung, dort wieder soll gebracht werden, welche die Verantwortung haben wir nicht. Wenn wir Jesus bejenend haben, dort wir sind bekannt geworden, dort Jesus leben in uns, dort wieder bleiben, dann haben wir eine Verantwortung. Dann haben wir nicht. Mit uns Leben dort zu bewiesen und dort zu bezeugen, dort Jesus lebt. Und dort hat jemand will wieder das Leben bringen. Und das wundervolle Band ist, dass Jesus half nicht, so ich mir gesagt habe, nicht uns bloß irgendwo, die Gelegenheit, die hilft hier erst im Leben, die fing nicht, wo jeder was wollten. No, er hilft dort ewig jeder Tau. Vorfahrt, wo ich gelesen werde hier zum Schluss, Römer Kapitel 6, Vers 8. Römer 6, Vers 8 sagt, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Seid wir mit Christus gestorben, dann glauben wir, dort wir auch mit ihm leben wollen. In Kapitel 8, Vers 31 und 32 sagt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wann dort passiert es? Dann Gott mir an, sagt, wer kann je an sein? Heißt ich habe gestohlen, heißt es ein Sieger durch, welche Worten, du und er können auch ein Sieger durch sein. Erst Gott vor uns, sagt er, wer kann an je an sein? Nicht, er sagt nicht, dort immer einfach ein Leichwort sein, weil er hat gesagt, hey, wollt mir an sein, Matthäus 28, 20, sagt er. Mehr als sein alle Tag ins Leben ein. Er sagt, der Ansehen ihnen so nicht verschont hat, sondern hat ihm vor uns alle die Hand gegeben, sagt er, wo soll er uns mit ihm nicht alles schenken, welchen dort werden, ewig Lichten ansieht. Christi wollen Stunden zu beten. Leibende, ihr reicht davor, nur mit Jesus, nur wenn es nach uns zu dir und danken dir. Herr, wir danken dir nach uns für diesen Tag, einen Tag aus der Ruhe, auf den du uns schenkst, wo wir wieder im Top mit dir in Wut kommen, wieder im Top singen, wieder im Top in Wut horchen, wieder im Top beten, wie der in seinem Wort du zu sagen hast. Und Herr, wenn wir das hier kurz rückgenommen haben von dieser Amos-Jünger, dann sehen wir, wo er da ging. Dort sehen wir irgendwo hier die Hoffnung abgegeben haben. Und Herr, wofür muss einer oder andere von uns den Weg gehen? Was schenken uns? Dort wir wollen dasselbe tun, was soll denn? Wir wollen, dass du kannst dich bieten an unseren Leuten Bedürfnisse und dass wir wollen horchen, was du zu sagen hast. Und dort erkennen und dort tun, da weiß wie so soll das Leben sagen, so soll er erkennen, dass du wir schwertlich abgestohlen, so wirst du leben in uns. Und schenk uns, dass wir wollen unsere Verantwortung ausfallen, ich das Leben selbst nehmen, und wir wollen uns leben, den wir leben, dort, wo zu sein sein, wenn jemand uns betrachten wird. Herr, wir können zu sein sein. Wir werden wieder am Ende tot für das wieder Wort, und wir danken dir dafür. Amen. Nummer 477. Ein Frieden, der reicht.
391. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich hat. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Nummer 488. Mein Gott ist so wunderbar, so lieb und so gut, er hat Leib und Seele in sich erruht, und nur wird das Herz, er ist Gott, die Natur, mein Jesus, dein Retter, auf den Weg der Schwur. Befreit sich der Himmel, die Sonne scheint mir, es fühlt sich Guten Morgen. Willkommen, jeder einer, wo du gekommen bist, zu diesem Gottesdienst. Die Lehne hat immer wahre, wo der Herr uns schafft, in jeder Tag, die Dieren sind auf, wieder zum Gottesdienst fahren. Gott, dass du die Entscheidung von dir getroffen hast, dass du bist zum Gottesdienst fahren. Das ist eine gute Entscheidung, die du gemerkt hast, dass du zum Gottesdienst fährst. Wenn du in ihr das Wort kommst, in Lehren mehr von das Wort. Und zwar hier ein Bulletin, wenn du verkommst, dann sage ich, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, da der Herr gelegen hat. So, wir wollten, der Herr ist abgestorben. Wir haben uns auf die Leute, die so klar und lieblich immer war er fehlgeführt. Das ist nicht hier. Weißt du, das ist nicht hier. Das ist abgestorben, das ist im Himmel gefallen. Von der Seite wie. Wir sind vor der rechten Hand und verteidig uns durch den Bett von uns. So, das ist ein großer Pferd. Gut, wir wollen den Bulletin wieder übergehen, zwischen Erlehrer und Botschaft von der Jugend in Gesang an. Und dann haben wir die Botschaft von Isaac Baumann. Wir heißen Amok herzlich willkommen hier. Wir freuen uns für das Wort, was er bringen will. Und dann nächste Sonntag der Eröffnung als
Cornelius Martens in einer der Eröffnung für die Eröffnung für den 29. Peter Mortis, Kilometer Campo 20. In der nächsten Sendung der Klock 7 St. Marius ist der Mana-Gebet stehen. Wir haben dort ein bisschen geändert, das ist von Klock 7 bei Hof 8. So, wir machen dort Posten erst, sind wieder eine erst angelohnt zu tun. Und dann bei der Tara, ich höre die Botschaft von der Hof Jakob Peutasch. Von der Glock 3 ist alle Jugend beim Gymnasium angeladen. Dienstag, Glock 8, so ist es alle Jugend im Volleyball-Turnier angeladen. Mittwoch, Glock 8, ist in jeder einer der Bibelstunden angeladen. Lesen wir Johannes Kapitel 10, Vers 18 und wieder. Freitag, Glock 10, ist Mars, ist die allgemeine Donnersitzung hier, hier in Jenanburg-Kirk. Wenn das hier, die Gemeinde sagt, wenn die allgemeine Diner-Meeting ist, dann sind durch die predischen Diakon von allen Distrikten sind dann angelohnt. Nicht bloß hier von der Stadt Chihuahua, aber auch kommen auch von Tamaulipas, von Durango, von Zacatecas. Kommen auch. So, das sind, ich habe eine Schwarze Diner-Taube in Beroden, Dinge, in Versägen, der Paste von der Bedauung für die Gemeinde. Freitag, der 7. ist in jeder der Gemeinschaft angelohnt, wo der Turnier gespielt wird. Freitag, der Glock 8, ist alle Jugend der Singstuhl angelohnt. Sinn und der Glock 5 sind die Lied, die im Unrecht kommen, angelohnt. Und Sinn und der Glock 6 sind die Jugend, die im Unrecht kommen, angelohnt. Dann habe ich Gebetspunkte für Kranke zu beten. Wir haben immer wahre Kranken und so mehr, für die Obrigkeit. Peter Peutasch bedanken sich ganz herzlich für die Gebete, für die Operation für ihr kleinen Jung. Und sie wollen die Heilung entgehen und sie freuen wieder für Heilung für ihr zu beten. Peter Wieben bedanken sich ganz besonders für Gebete. Peter Wieben, der sind mit ihren Jason eine Woche in Monterrey gewesen. Sie sind eine Route gefahren. Wenn sie hier haben, die Dr. Schneerot früher, dann reden wir immer von den Jungen der Pein aufnehmen. Und die sind sie sehr mutig. Sie sind in Chihuahua, in Monterrey bei den Doktoren. Sie wollen sagen, sie haben ihre Dr. Schneerot getroffen. Sie bedanken sich für die Gebete und wo Gott geführt hat, wo der Dr. geführt hat, was sie nicht kannten und so weiter. Wo sie sich sehr dankbar aussprechen für dort. Und sie bedanken sich für die Gebete und sie freuen sich wieder, dass die Gemeinde wird werden beten verehrt. Der Junge hat angefangen, Chemo zu nehmen, und sie sind mutig, und der Junge ist mutig. Okay, ja. Der Jugendunterricht, ja, den hat wir jetzt noch gechanged. Da wird die Glock 3 und da steht Glock 6, ja. Oder kann ich noch das schämen? Ja, Jugend, morgen dort der Jugendunterricht, der wird die Glock 3 sein. Und da steht die Glock 6. Noch was? Gut, Jugend, wie ihr in die Lehne zu sehen.
Dankeschön, Jugend und Jugendleiter. Da wir dort sitzen, nicht abhielen, dessen Jesus zu läuven. Denn immer war er die erste Läufe geben, damit wir von euch kein Läufe nehmen und noch dein Läufe wieder reden. Ja, wie war wieder Isaac die Gelegenheit geben für die Botschaft? Möchte Herr mit dir sein, hier in die Gelegenheit. Ja, Brüder und Schwestern, ich möchte Ihnen grüßen in den Namen von unserem Herrn Jesus, von dir und diesen Vermittag. Und mir möchte ich eine Frau zustellen, sei ihr reut für eine Hochzeit, nun ist Marius, nun diesen Vermittag hier so. Hier ist nicht ein Brötpaar, hier ist nicht so unterstört, was hier angewendet von dir. Aber wir haben einen Brigam und er sagt, er wird kommen, sie eine Brüte holen. So, und wenn er ein Brigam ist, dann muss er irgendwo eine Brüte sein. Wenn es nicht eine Brüte ist, dann würde es wohl auch nicht ein Brigam so sein. So, und von diesem Brigam wollen wir uns von dir und diesen Vermittag ans Pferd führen, wenn er hat gesagt, er wird kommen. Und wie weit wird es schaffen, dass, wenn du ein Brütpaar hast, die sind abgeboten, die sind verlobt, dann irgendwann, da haben sie einen Toten bestimmt und dann der Brüt, der merkt sich rein. Ich glaube nicht, ich stelle mich nicht so fair, dass ich nicht so schaffen, dass der Brüt, der wird wach, weil der Brüger mir stur ist. Und dann konnte der Brüger noch sagen, was alles noch fehlt zu tun und was noch alles mitgeblieben ist. Wo die Kleider noch nicht rein sind und die Haare nicht schmack sind und so wieder. Ich glaube nicht, dass es dort schaffen wird. Ich glaube, dadurch war ich, wenn es in Ordnung ist, wenn das geplantet ist, vielleicht, was gesündet ist, soll das vielleicht so dort sein, dann würde der Brüt sich reut merken, fahr der Brigam durch wird. Weißt du, wir wollen uns von dir ein Bild verführen in der Bibel, wo Jesus Christus, gesagt hat, dass er wird kommen, und wird was sein. Wie weit ein Femus wird, hat er eine Bildersprache, hat er uns dort verstanden, vielleicht dort uns das soll klarer werden. Wir wollen einmal lesen in Matthäus, wir haben es in den Tags lesen, in Matthäus 25, der Vers 1 bis 13, ein ganz bekannter Vers, den wir auf Femur gehört haben. Wir wollen von der nach Wara lesen. Weil wir wieder in der Schrift nicht bloß einmal lesen, wieder in der Wara lesen, wenn wir wollen haben, die Schrift die soll uns prägen, die Schrift die soll uns beeindrucken, die Schrift die soll uns verändern. Die Schrift die soll die Gemeinde reitmerken, aus ne geschmeckte Brot dem Brigam erwarten. Aus ne geschmeckte Brot dem Brigam erwarten. Werde ich immer Wort lesen? Matthäus 25, du Vers 1, Bad 13, und dann Luther, weil wir die Bemerkung vermerken. Dann wird das Himmelreich gleich sein, 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 unter ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihren Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Lampen, in ihrem Gefäßen samt ihren Lampen. Da nun der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von euren Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nicht also, auf das nicht uns und euch gebreche. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür war verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welche das Menschensohn kommen wird. Jesus Christus hat gesagt, er wird kommen, sie eine Gemeinde zu holen. Und er will eine Gemeinde, wo du vorbereitet ist. Er will eine Gemeinde sich holen, die will er mitnehmen. Ich möchte mir Gedanken, wenn ich mich anloten darf in dieser Botschaft, dann möchte ich mir Gedanken, Geschwister, Brüder und Schwestern,
Hast du mal den Namen geloten? Mal einfach mal stürzlich still geworden an dein Leben, mal Namen geloten? Wann Jesus nie wurde gekommen sein? Und ich würde mal einmal haben treu bleiben, bloß wenn ich nicht hat reu gemerkt. Was hat wird von dir voll geben in meinem Leben? Und was wird von dir voll geben in deinem Leben? Einfach mal das gefällt mir an. Jesus hat dort getan, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er wird seine Gemeinde kommen, holen seine Brüt, er wird kommen, ein Haus holen. Und ich sei nicht einer von denen, was er als treu geblieben. Bruder, ich meine, wie kann gar nicht? Ans Verstand regt so. Aber ich kann mich verstehen, wo trürig das wird sein. Und das Wort soll dort sein für die Menschen, die sich nicht vorbereitet haben. Für die Menschen, die nicht haben sich einfach lassen, durch das Wort vorbereiten für diesen großen Tag, wo die Harwell Hochzeit feiern mit seiner Gemeinde. Weil die Dürrworte nicht am Gehen, dort ich kann über sehr viel gute Dinge wollen. Dort ist sie nicht am Wort zu gehen, dort wird am Wort gehen, dort ist das, aus eigentlich Haloten, durch dort wird, was wir uns verlesen, was die Salz verlesen, das Tüß in den, mit den Kämmerlein, in wo immer du die Bibel legen hast, was die dort lesen, das. Dort wird, dort soll uns vorbereiten, und dort wird, dort soll uns reut merken, dort Jesus Wort mit Frieden kommen, uns mitnehmen, und zum Abend hab Hochzeit zu feiern. Hochzeit ist so ein höheres Thema. Besonders denken wir an die jungen Menschen, die gleichen Hochzeit, ja? Dort besonders, wenn am ihre eigene Gundet. Dort gefällt ihnen so sehr. Weil Jesus Christus, er will mit seine eigene Brüt, weil er Hochzeit feiern. Und er will eine wundervolle Hochzeit, weil er feiern. Aber er kickt nur, als wir uns dann Oktober retten dann. Er will handelt, wie sollen da nicht nach Schwindran ans Ölköpen und so wieder. Weil so eine Sache ist dort, hier im Leben schafft ihr verschiedene Schöpfe, ist dort. Dann fahren wir woher, wollen vielleicht Papier merken, aber mir fehlen was Kopias. Da will Schwind sein, wo es nutzt, mit Kopias zu kreieren. Und ja, habt ihr geschafft. Jetzt alle das. Weil ihr hier bei dir trafen, bei dir, wo Jesus aus der Brüche wird kommen für seine Gemeinde, wenn er jetzt hier ist, du hast all die Chance, der ist dann verpasst, wenn du hast wollt mit, wenn du hast wollt reut sein für diese Hochzeit. Du jetzt da nicht nach Schwind wird, das soll ich hier nicht Gleichnis, das schafft nicht so. Das schafft nicht so, dass danach jeder Hand gehen, nach Schwen, was reiten mehr und dort wird. Weil die Dutte habe ich diesen Tag von dir. Dutte habe ich diesen Tag von dir. Setz die Worte in deinem Leben. Bloß mal an Gedanken. Was ist mit Gedanken merken, du Eva? Jesus, er wird von der oben kommen. Er kämpft ja beständig einzelne Worte mit dem Leben rüttropen, der, jo. Aber wenn er nicht wird kommen, einfach seine Gemeinde zu holen. Setzt du in deinem Leben irgendwo, wo du danach fehlt, Wort zu korrigieren. Weil da, wo er kein nicht roden, dann schiebt er ab, morgen ist vielleicht ein sehr passender Tag, scheint wahrer, und wo willst du das nicht bis morgen dann? Wenn's, wie wollten die gar nicht aus der Haare Wort kommen, oder niemand einmal das Wort in dem Leben rüttropen. Wir haben all vielmal das Wort Gottes hier predigen. Wir haben all vielmal das Wort Gottes selbst gelesen. Was wird das zu uns leben? Weil ihr das Wort Gottes, das geht ihr nicht auch zu verstehen. Aber das geht ihr bloß zu verdrehen. Dort schafft Mensch. Die kann das verdrehen. Und das passiert von der und da. Some Menschen, der interessiert das gar nicht. Wenn du Wort geredet von dass Jesus, du Wort kommen sie in die Gemeinde holen. Wo wäre ich nicht? Wem interessiert das nicht? Wo ist eine Brüt, wo das nicht würde interessieren, wenn sie wird verlobt wie mit einem Brigham, der würde das nicht interessieren, weil mein Brigham bloß gekommen ist. Ich lüge, ich sei ein Reutverarm. Die würden, wenn das ein gesündes Paar wird, wenn das ein gesündes Verhältnis würde sein, wenn die wirklich in Leib würden sein, der würde lügen. Der lügt auch mal bloß und checkt, wann das Brigham wird kommen.
Weil ihr die Schrift habt uns von der, habt uns, manche Dinge habt ihr uns all verirren gestalt, Dinge wird ungut in der Welt. Und mit dort habt ihr uns ein bisschen Andeutungen, dort das Brigham, die Wortwahl. Irgends ein Moment, dann ist das Brigham, bei du, wo er seine Gemeinde wird mitnehmen, und bist du dann mit an? Bist du mit an? Denk mit die Gedanken, du Eva. Diese Tieren, was hier so werden, die werden nicht alle mit an. Sie werden nur am Platz. Sie hatten alle Lampen. Sie hatten alle geschlopen und die warten noch alle ab. Aber die werden nicht alle mit an zu dieser Hochzeit. Jesus wird nicht der Half. Und ich mögt mir Gedanken, Eva. Wenn ich Matthäus 7 denken, dann wollen dort lang nicht der Half sein. Worte wollen reich sein. Für diese Hochzeit, was Jesus Christus willkommen aufzuholen. Dort wollen lang nicht der Half sein. Aber Geschwister, Brüder und Schwestern, du und ich, wie kann du mit uns sein? Mach diese kleine Gruppe. Man diese fünf kluge Jungfrüs, die Worte haben, dort mitgenommen wird, dort brocken deid. Weil die wie brocken wird. Von der erste du auf diese Lehre, wenn die bloß geliebend ist, bloß einfach geliebend, dann bist du vorig, dann bist du auf dem Level, dann bist du auf dem Stadt, wo du warst mit Jesus mitgenommen worden, in der Herrlichkeit nennen. Eine war ich gesagt, kann nicht sterben. Bloß dann macht wie diesen Glauben, diesen bloß Glauben, den macht wie dann mit breiter bekicken, dann macht wie weit Wort kämpft in diesem Glauben alles mitnehmen. Wenn Menschen die sagen, die durch rein bloß glauben, dann wirst du geraten worden. Dann bist du einer von diesen Kandidaten, wo du wort mitgetroffen worden, mit dem Haaren in seine Hochzeit nehmen, für das, mit diesen fünf kluge Jungfrüs, was hier so abgenannt werden. Dessen Glauben, den machst du dann ein bisschen verplecken. Was hast du für eine Wolke? Das Glauben, der hat dann so eine Wolke, dort du merkst die Reut. Du weißt nicht, mit dieser fiefe, türichte Jungfrau ist in der Salzgelau zu Stunden kommen. Doch nicht. Ich weiß dort so mal. Die Priester, die haben mir das also fertig gesagt, dort ich muss wörtlich mich von Bernloten rennen. Dann, dort von Büten können sterben, was von Bern angegangen wird, dann muss das von Bern auch gereinigt werden. Weil ihr von der und nach, ihr habt das Fehlen, und diese, die haben wahrscheinlich auch dessen ähnliche geschafft, das lässt sich so verstehen. Wie kann du so ein Bild, aus einer Anwendung für uns, kann wieder so ein Bild rücknehmen, hier werden fünf, die Sache, vielleicht kriegst du Schmack, aus der anderen fünf. Die werden, wie fängt hier kein Unterscheid in diese Tieren, diese fünf Worte klug werden und die fünf Worte türig werden? Wie fängt hier kein Unterscheid? Aber wie der Unterscheid wird, kann nicht sein, dass die sind auch fehl in der Kirche warst, haben auch pünktlich den Gottesdienst besucht. Weil ich denke von dir, wenn ich mich nicht lassen da und Jesus in Wahrheit kommen, dann denke ich mir, warum muss einfach das Bild ziemlich dicht beinehmen? Jesus, der wird nun in diesem Vermittag nicht, was wir getaubt sind. Und er wird nun gleich von seiner Gemeinde mitnehmen. Und wir würden mal einmal sein, mit wir ja aus der Half. Ich darf hier nicht rechnen, versteht mir reich. Ich darf hier nicht ein Bild durchstellen. Und mit wir ja aus der Half von dieser Gemeinde. Die wurden mit mir hostig, die werden die weich. Die werden hier bloß nicht mehr. Und die anderen, die werden alle hier geblieben. Was würde das von dir voll geben? Weil wir brauchen uns nicht in der Angst nennen, die und Schwester. Und wir wollen uns wirklich in der Angst nennen, die und in keinem Fall nicht. Aber wir müssen uns freuen, sie erreut für diesen Brigham. Für die Gemeinde, die wird ja uns im Wort Gottes sehr klar durchgestellt als eine Brüte. Was Jesus Christus willkommen holt. Und sind wir in das Paket Mann, die wird sich vorbereitet haben. Wie brücken, was wir uns Gedanken merken, Eva. Wir sind wörtlich brücken wir dort.
Du hast die Möglichkeit, dass wir schon auch mit diesen fünf glücklichen Jungfrauen taub sind. Dass wir waren mit dir taub. Wo wir, bis wir haben die Bedingungen erfüllt. Wir haben die, dort wo das Brocken ist. Weil das ist nicht bloß, dass von dem Herrn kommt alles und das ewige, das teilt nicht. Wir singen uns ein Leid, wenn das nicht in unserer Beke auch bin, ist. Du singen wir uns, nichts kannst du tun zur Erlösung. Wo wenig, wen dort hat Jesus getan. Aber ihr Schwester, lot ihn dort keinmal nicht in den Gedanken ankommen. Dort, mit dort ist alles passiert. Wenn du deine Kant nicht getan hast, wenn du dein Port nicht getan hast, wenn dein Glauben nicht echt ist, wenn dein Glauben nicht aufrichtig ist, wenn du nicht von dem Heiligen Geist geboren bist, dort du warst irgendwie, wenn der Gruppe ist, da ist ein Ander, und irgendwie warst du dann auch mitgetroffen worden. Das Wort nicht schaffen. Jesus sei wieder in das Leckness, sei wieder sei ja klar, dort nicht geschafft hat. Dort lecken sich alle so sei ja. Dort wird nicht in Unterschied sein. Wie sei ich manchmal, dort sitzt ihr mit den Menschen, die nicht wirklich im Glauben sind, dort sitzt ihr so, die sind Abbrecher, aus der Welt im Glauben ist. Komm, dass sie auch zu dort geloten haben. Dort komm, sagst du nicht. Bloß, die werden nicht alle reit. Die haben sich nicht alle Loten von der Wut formen. Weil wie kann so leicht von Menschen Gott geredet werden? Wie kann von Menschen gelobt werden? Wie kann von Menschen gereicht gesprochen werden? Aber wenn das Wut Gottes uns nicht gereicht sprechen wird, wenn wir nicht das Kleid der Gerechtigkeit angetrocknet haben, dann war wir von da sein, was gesagt worden, go han, merk dich schon recht. Und wenn wir wollen hingehen, uns reuten merken, krieg in dem Moment, wo der Herr seine ewige mitnehmen, und dann war wir vielleicht noch anpottern. Wir sind auch drei, wir haben meine Bedingungen auch erfüllt. Und dann wird der Herr vielleicht auch zu uns machen sein. Ich kann die nicht. Hat ihn noch keinmal gekannt? Jesus, die kämpft mit seiner Brüder. Er will ihn mitnehmen. Und er will, der Handel soll dann nicht noch fehlen. Er will, der soll dann alle da sein, und wo er fehlen wird. Und dort ist irgendein Moment, es kriegt der passende Moment, wo der Herr kommen wird. Wir wollen uns von der Wort Frauen stellen, und dort ist das. Ein Brütpaar. Wie aus deiner, wenn wir ein paar Taub trüen sollen, und die Frauen uns nur ein paar Taub trüen. Und wir wundern aber an wollen, dass das Paar erst nicht wirklich verläuft. Die sind da, die kommen taub und so wieder, Verteilungen im Mund, aber die sind nicht wirklich verläuft. Die sind nicht wirklich in Läufe gefolgt. Mein, aber wo dort eine schwere Abgabe sind, für uns aus deiner, so ein paar. Top zu drehen, dort für die Hochzeit zu führen. Nun erst die Frau, Geschwister, wo fällst du von der an deinem Horten? Fällst du über so ein Deib in Leib gefallen mit diesen himmlischen Brüdern? Fällst du von der wirklich so, du hast, das ist die eine Einleitung hier, dort hast du Jesus von ganzem Horten Leib. Wie ist dein Wandel dort? Deine Worken, deine Rede, wo du redest über deinen Bruder, wo du redest über deine Schwester, weißt du, dass du von ganzem Herzen diesen himmlischen Brief am Leib hast? Wenn dort nicht du bist, dann wunder ich, mit Wunde von dieser Pfiff, du warst hübgestalt worden. Wir wollen uns ein paar Pekens nach Pferdfieren von, was uns wiesen tun, wo wir uns prüfen können, als wir von der Sand, von Wunderkorn, von der Sophie, wie würden zu Stunden kommen. Einmal erst dort, wenn wir bloß mitmerken tun, dass der Sophie, was hier so, die Pfiff-Türrichte deuten, dort nicht zu regnen wird. Dort haben wir uns hier gelesen. Hier so ein falscher,
Vers 2 und 3, wir müssen das einmal lesen. Aber 5 unter ihnen waren töricht. Töricht, das meint bloß einfach nicht, das ist keine Herzenssache. Ich will bloß mitmachen, ich will sein Wort schaffen wird, in sein Wort überdrehen wird, das ist töricht. Dort ist wirklich sehr töricht, sind dort. Dort ist an der Ewigkeit sozusagen abspalte Saaten und von der Grundeck gestaltet werden. Die Törichten nahmen ihren Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Ja, sie mögen mit. Sie haben noch ihre Lampen, was sie mitreden. Von was wir gedacht haben, als das bloß von der anderen Tief ist, was der Mann gespielt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie haben nicht Öl mit sich. Sie haben nicht alle Bedürfnisse, was das Brocken dort, um das Hochzeit anzugehen, die haben sie nicht erfüllt. Aber eine steht, sagt die, dass die Haare anladen, zum Abendmahl zu kommen. Die Jas anzuladen zum Abendmahl. Und dann geht er in das Abendmahl nehmen, die Jas zu bekicken. Dann sieht er da einen, der hat nicht ein hochzeitliches Kleid an. So zu dieser Hochzeit, da macht wie ein hochzeitliches Kleid anhaben. Ein hochzeitliches Kleid in diesem Fall für den himmlischen Brigam, da braucht das Kleid der Gerechtigkeit, wo die allein durch Jesus sein Blut in den Glauben an dort, in dort anzunehmen, kostet das Kleid der Gerechtigkeit erholen. Anders besiegt auf der Zeit. Und ich sehe da einem, der haft das nicht an. Was wird das Urteil für diese Person, was das Kleid der Gerechtigkeit nicht an, das hochzeitliche Kleid nicht anhört? Er sieht das in deiner. Nehmt ihn, schmiedet ihn rüber, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Der, wo das Sehnport nicht getan hat, der, wo das nicht herzenssacht wird, der, wo das bloß mitmerken wird, ich denke dann mal an Jörn Tremel. Wir haben mal ein paar Leute, wollen bei der Gemeinde bekommen. Die haben viel Wachstum in der Gemeinde. Schön. Wunderschön. Dass hier viel Wachstum ist in der Gemeinde. Du wirst mal ein paar Leute, wollen dann auch aus sehr vielen Jahren treten. Und dann hat doch mal die Frau gestellt, was er motiviert, wo wenn sie bei der Gemeinde wollen bekommen. Ich kann die Frau nicht im Denken holen, was ich endlich gestellt habe. Aber die Antwort, was sie mir geben, die habe ich im Denken holen. Dann sehe ich das Mann ungefähr diese Wirt. Dann war nicht nach mal ein Gastgebot geben, der hat vielleicht ein Begrafnis oder so wieder. Dort wieder ein Weiten und wem die uns holen dann. Ist dort, was Christus seine Gemeinde bedienen wird? Ist dort, was seine Brüder entholen wird? Bestaltet man die dort für? Weißt du, was dann würde ich entrufen? Dort niemals. Niemals eine Entscheidung merken, meine Gemeinde beizukommen, wann dort die Motiv ist. Wann dort nicht erst, dort, du hast die mit Jesus Christus, mit dem Brigam verläuft, du hast sie verbunden mit ihm, du hast nach den Versprechen gemerkt, für die Lebenszeit, weil ich die drüben sind. Jo, aber wo sind die Menschen, die dort ausgefällt haben? Wo sind die Breiter, wo du das ausgefällt hast? Ich habe von da an, wo ich das versprechen, mit meinen Haaren, meinem Brigam, trüte sind. Ich habe gefehlt. Was hat man dann? Dann kommt da wieder frisch in Buße, in Reue, zu dem Herrn, wo wir, wenn es dort als die steht, wo er, wir waren die Versen noch nicht alle gelesen, kriegen, aber wo war frisch diese Vergebung ist, dort man war kein Reisen für diesen Tag. Dort, als die steht, bringst du dein Hort bußfertig? Aus Jugend, aus Mädeljahre, aus Ältere, bringst du dein Hort bußfertig? Ich denke, die bußfertigen Horten, dort sind die, wo du mit diesen fünf klugen Jungfrühen taub reizig merken dann für diesen großen Hochzeitstag, wo der Herr Jesus will. Feiern. Das wird eine Feier sein, so es wie nicht gekannt haben in unserer Zeit, wo wir gelebt haben. So eine Feier, weil der Herr feiert mit uns. Was lautet wir uns hier wieder?
hier so in Vers 8 in Matthäus 24, für die wollte nicht reich werden. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Wir haben das nicht reich gemacht, wir haben das Öl geholt. Wenn ihr das Öl holen, kriegt den Tiet, was sie brauchen, das Öl zu holen, das ist nü. Dort ist nü. Dort ist nicht dann, wenn die Brigham ihr Stur in den Wolken wird kommen, um sie in die Gemeinde mitzunehmen. Dann ist dort vorbei. Dann ist dort zu laut. Dort ist nü, wo das macht ihr tun. Die Schwester, ich möchte bloß mir mit jedem aller Tod Mut merken. Weil wir uns für diesen großen Tag doch reit merken. Aber wir haben hier so viel Dinge zu beschäftigen an unserem Leben. Früher ist ein Mann, das ist ein Druck. Von Smorgas, Bad Lot, Sovis, die sind Druck, die haben so viel zu beschäftigen, die haben nicht Zeit, um an das Krieg zu denken. Dann wünsche ich, dort von der durch den Dach, dann würden wir uns Gedanken merken, mit Wunde von dieser Fief, weil ich taub sein. Mit Wunde von dieser Fief, weil ich feier. Ein Wort nicht eine Feier sein, aber ein dort ist eine Feier. Und dort ist mit der Fief Glücke, wo du reut werden für den Brigham. Wir haben ein paar Gedanken von dieser anderen, von den fünf Klügen. Du fährst nie in den Tieren los, wie uns steht. Da antwortet diese Klüge, wurde zu den Türichten dann, ab der Frau, wo die Türichten hatten. Gibt uns von ihnen. Hast du mir versagt, dienen Glauben oder dienen Gäß, wo du, wo du bist von ihnen geboren worden. Den Physiken saß dem zu geben? Haft nicht geschafft. Haft nicht geschafft. So, das ist eine persönliche Entscheidung, was man merken wird. Die kann man nicht merken für die Früh. Die kann die Früh nicht merken für den Mann. Die wollen die Bad. Die wollen die Bad, die Entscheidung selbst merken worden, aus diesem Geist. Aus diesem Geist geboren will sein. Aus diesem Geist an mir lebendig ist. Aus wie wörtlich so verbunden sind mit Jesus, mit diesem Brigham, dass dieses Geist sehr lebendig in meinem Leben ist. Die Entscheidung, die merkt jeder einer ganz für sich persönlich. So, das ist natürlich, die wollen haben, gib uns von jenem Glauben. Aber momentan wird es dort benannt. Gebt uns von eurem Öl. Gebt uns von eurem Geist. Schafft nicht. Das schafft nicht. Den machen sie dort, in der Tiet machen sie sich den da von Gott schenken lassen. Du, wo sie die Entscheidung merken, du, wo sie sich verloben deuten mit diesem Brigham. Du, wo sie sich wollen einmerken und für das ewige Pott vom Leben. Die Schwester, mich sieht das so, ab Fehler stehen. Du weißt, was in deinem Leben ist. Ich weiß, was in meinem Leben ist. Und Gott kann das noch besser, als wir selbst das tun. Aber in dieser einer Welt wahrscheinlich dich bin, aus mein Hort klappen das für den Herrn Jesus. So aus ne Brüt für den Brigham, das Hort klappen das. Der hat nichts, Levik, stellt mir so fair, was der Brüt hat, was sie nicht ewig hat für den Brigham. Wofür hand ecken du ewig für den himmlischen Brigham? Was je wie alles haben, fahren? Man hat von der uns ab, was Ding denken halten wird, würde empfehlen wird, um wieder diese Tobberettungen zu treffen. Da wie du Genanzen sagen, was wir wissen. Das sind von den Menschen, die uns die Genanzen sagen. Was so wie ist das, weil ich für den Herrn da bin. Und wieder nicht. Dann wundere ich, man wohne von dieser Pief, die warst du Stunden kommen, wann wir Genanzen sagen, was wir wissen, wie dem Herrn wollen zu sein. Wenn wir die nicht wollen, zu sein, was im Tod, wo wir wollen dann. Brüder und Schwestern, ich muss ans Mut merken. Weil wir uns Gedanken merken. Weil wir uns nur bald konnten Gedanken merken. Wenn ich einmal wo drei blieben, was würde ich dann alles beschulden?
Wurde ich danach gefragt, diese Dinge beschuldigt, was mir nicht zu schuld sind, die gehen zu lassen, um den Brigham zu wählen? Aber wurde ich mir dann als das nicht wünschen, es weint alles zur Hand gegeben für den Herrn. Und nicht die andere Kante, die wollte dann feiern wollen, diese Hochzeit feiern wollen mit dem Brigham. Was wollen sie denken? Oh, aber wenn ich bis noch viel mehr hat übrig gehabt. Wenn ich bis noch viel mehr hat Hand gegeben an dem Herrn sein will. Na, wo wenig wird dann nicht von der dann? Was wird abhauen? Wo wenig kriegt von der? Glaubst du, dass ja eine bessere Zeit? Glaubst du, die Welt, die was so dreht, dass du wahrscheinlich noch eine bessere Zeit kriegen? Wenn du so einen Gedanken hast, dann ist das ein ganz anderes für dich. Meine Gedanken sind, das wird immer schwieriger geworden. Das wird immer schwieriger geworden. Ans Reiten merken für diesen großen Tag, glaube ich, erst kein passender Tag, als was von dir kriegt. Wenn es gestern ist vorbei, morgen habe ich noch nicht. So der beste Tag ist von dir, dann, wenn du was fehlen, der zu korrigieren, dann dort zu tun. 2. Korinther 4, Vers 14. Ja, was mir hier noch tot zu lesen. Denn die Liebe Christi drängt uns also. Sind einmal wir halten, dass so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, auf dass die, so das Leben hinfort, nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Was sagt das falsch für mich und was sagt das für die? Christus ist für uns gestorben, er ist abgestorben. Und, was sagt ihr hier wieder? So, auf dass die, so da leben, wie die von dir noch leben tun, hinfort nicht sich selbst leben. Nicht mehr für mich selbst zu leben. Sondern für den, der für was für mich gestorben und abgestorben ist, für dem zu leben. Geschwister, ich muss keinlich entmutigen, aber viel mehr Mut merken. Und ihr seht dein Leben aufgrund von das Wort Gottes. Dort und ihr Segen loten. Und dann ist ein sehr feiner Vers, ein passender Vers, ist ein Psalm 139, 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Sei mal du in meinem Hort, aus meiner Leib mit einem nach Tod, sei er Beziehungen von diesem Brigham. Erforsche mein Herz und prüfe mich. Und dann, wenn ich ein böser Weich bin, dann lädt mich auf den ewigen Weich, dort ich wo reichen sein, für diesen großen Tag, für diese Hochzeit. Weil die Geschwister, wie kann hier so im Leben, wie man nicht mal nach dem Bett los sein, zu einer Hochzeit, dort schafft. Vielleicht die Multikäfer vielleicht noch genießen, kann nach Gemeinschaft haben, um das und so wieder. Aber diese Hochzeit von den himmlischen Brigham, die auf der Gelegenheit nicht. Das sagt hier so, die Tür war verschlossen. Der wird verschlossen. Dann werden es der Geschichte, bis ein Kapitel, Kapitel 23, entschuldige. Dann wirst du bekecken und du sagst dort, so ist das wir zu der Zeit Noahs. So wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien. Bad wann er, bis Noah zu der Arche einging und die Tür war verschlossen. Die Tür war verschlossen. Noah wird dann, seine Familie wird dann, vielleicht diese kleine Gemeinde, die wird dann, die Erde wird verschlossen. Geschwister, wollen wir uns von dem Wort Gottes Luten anspornen. Das Wort soll uns anspornen, uns zu unser Segen, seinen, wo wir stehen, dann, um uns reiten merken, wenn wir würden von dir mit den Lappen würden wir sein, ich muss nicht Lut sein für diese Hochzeit. Ich muss nicht antobereitet sein für diese Hochzeit. Na, dann wollen wir nicht. Dann wollen wir gerade nicht damit schaffen. Wir wollen hier so aufschlitten. Und wie der Posten das freut eine Stunde von Gebet. Ans lieber Gott und Vater, wir kommen das Morgen zu dir. Herr, wir danken dir
Wir loben dich, wir preisen dich. Herr, dass du die Hand gegeben hast, deine Gemeinde zu waschen und dein eigenes Blut. Dass die können gereinigt sein, dass die können geheiligt sein von all das Sündliche. Dass die können geschmückt sein aus einer geschmückten Brut für dein Kommen. Herr, aber du weißt auch noch, dass das Licht, das soll du wie nach Rüttachen in den Tverschen tät, wo du noch nicht kommen darfst, deine Gemeinde holen. Aber schenk uns doch, Allah, den großen Ehren in den Wellen, dass unser Leib für die wird so brennend sein, dass wir alles reiz an Hand leihen, um die zu begegnen, wenn du kommen wirst. Wirst du diese Gemeinde hier so an diesem Ort auch segnen und enthalten, in jedem einen ganz persönlich hat, dass keiner nicht wird, diesen großen Tag mit einmal vermisst haben, bloß wenn es der Leiblich wird, rührt gewohnt zu dieser Welt oder für irgendwas anderes, aber nicht wörtlich zu dir. Lieber Vater, segne dir das Wort, was unter deinen Wahl nur als gerät worden ist. Uns gebeten, Jesus in Namen. Amen. Der Platz nicht. Nummer 409 Tagen. Es geht hier diese Dinge so weit und weit, es so weit wird das sein. Dankeschön, Isaac, für die klare Botschaft, für das Wort. Und zwar, dann fang ich frech, dass die Leute in Hochzeit führen, dass die Leute in die Kass haben, wenn
Wenn er meint, wann Jesus wird kommen, nicht? Wie von der Reut, Jesus zu begehen. Wenn der ist kämpft, dann ist er nicht tief nach den ja trachtig stauen. Aber hier sind den Aufschnitt klar gelesen, die sollen gehirrt. Durch die Wirtschaft, du wurde der Teil merkt, der wurde Teil schloten, dann hast du ein Telot. Und wie wollten dort Jesus wird kommen, dann, wenn dort wird, dann ist der Telot. Denn da noch verschiedene Träume, aber wir da nicht reut sein, an zu begegnen. So ist das du wie der, so, der Chapter beendet, und das ist das der, wer mögte der Tau? Gott mögte der Tau, und wir sind sehr, dass wir das Tau, das ist der Lot. Und hier los wir, hier los uns das du in sieben Tagen, und der wird Tau geschlossen. So. Wir haben die Gelegenheit, von dir dort zu tun, uns reut zu merken, dass wir reut sind zu der Hochzeit. Und irgendwer ist, wer du nicht reut ist für die Hochzeit, der muss die Maut merken, der dort. Und die Hauptfeld, wenn die Rot fehlt, mit die Taub zu beten, was immer du hast, wir laden die an, komm, merk die reut für die Hochzeit. Wir auch den Sehen mitgeben, wer wir uns Hopp nein tun. Der Herr sehnt und bewahrt dich. Der Herr lässt sein Angesicht über dich schienen und ist dich gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht über dich und gibt dich Fried. Und diesen Fried werden wir voneinander scheiden. Euer wir wollen noch ein Leute sehen, während die Bienen lade ich gemerkt wird und dann selber loten. Dankeschön und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Gott sein Segen mit Ihnen.